Ich grüße euch Drachen hier zu meiner Show. Halli, hallo. Schön, dass ihr heute hier seid, nicht im Stream irgendwo. Halli, hallo. Halli, halli, hallo. Halli, halli, hallo. So, lieber Hexler, du bist mein Gast heute. Und du kannst schon mal in den Live-Warteraum gehen auf meinen Discord-Server. Und ich werde dich dann hochmoven. Wow! Es tritt ein K. Ihr müsst euch das vorstellen. And his name is Hexler! Woo! Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. So, ich entmute mich jetzt mal vor. Vorsicht. Achtung, Hexler. Nicht, dass du jetzt mich doppelt hörst. Ich warte noch 5 Sekunden. Hallo, servus, danke. Ah, die Technik, hä? Ja. Die Technik. Ein Graus, ich kenne das wirklich zugute. Und hallo, lieber Chat. Ich habe ein paar Fragen hier, die habe ich immer. Oha, ich bin nervös. Erstmal danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf, natürlich noch, ne? Auch gerne, klar. So ist es. Erstmal wollte ich so ein bisschen Smalltalk führen und so ein bisschen warm damit werden und dir auch sagen, wenn du möchtest, kannst du auch gerne mit Kamera mitstreamen oder auch nicht, kannst du auch lassen, je nachdem. Und ja, warte, können wir gerne anmachen. Warte, dazu muss ich gehen. Professionell, weil mein Chaos hinten im Hintergrund noch zu sehen ist, aber. Ach, das ist egal. Darauf achten wir nicht. So, ein bisschen Smalltalk. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Mir geht's gut soweit, danke. Ja, Was soll ich ausholen? Ja, ich war ab März jetzt eine lange Zeit daheim, weil ich nochmal Papa geworden bin. Und gehe jetzt aber wieder. Dankeschön. Und gehe jetzt seit Mai wieder arbeiten. Und ja, aber sonst geht es mir gut. Pandemie klingt ja Gott sei Dank langsam ab. Und ich kann mich persönlich nicht beschweren. Danke der Nachfrage. Ich hoffe mal, dass es ja auch wirklich abklingt und dass wir dann halt noch. Nach meiner Meinung sollten wir noch warten, bis es auf Null ist und dann erst wieder richtig anfangen, weil solange noch ein paar Leute das haben, gibt es immer die Möglichkeit, sich wieder einzustecken. Aber ist halt, ja. Ja, es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich mir auch überlege, ob das jetzt unbedingt gerade wieder sein muss. Muss man jetzt nach Malle fliegen? Muss man jetzt nach Malle fliegen? Muss man in Ungarn 60.000 ins Stadion lassen? Muss man in Deutschland 14.000 ins Stadion lassen? Nimm mich auf, ich mach dich down. Du bist ganz schnell on the ground. Ich breite mich aus, geh nicht raus, sonst stoppst du mich nicht. Ja, ja, yeah, Co-Corona, ja, ja, yeah. Ja, ja, yeah, Co-Corona, ja, ja, yeah, hey, oh. Okay. Vor allem, weil es ja jetzt die Delta-Mutation gibt, genau, das wollen wir nicht. Das wollen wir hier nicht. Nee. So, nee, keiner. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Woher kommst du? Wie alt bist du? Und so weiter und so fort. So weiter und so fort. Ich komme aus dem schönen Baden-Württemberg, aus dem Hohenloher Kreis, um genau zu sein. Bin 42. Ja, ich weiß, ich sehe älter aus, aber bin 42. Bin vom Beruf her Berufskraftfahrer. Dankeschön. Höre ich echt selten, dass jemand sagt, finde ich nett. bin Berufskraftfahrer. Ja, das Streamen ist so eigentlich ein Hobby. Also wann habe ich angefangen? Sollen wir da auch gleich drauf eingehen noch? Oder? Ja, oder das ist später noch auf deiner Liste? Ich weiß gar nicht, wann du angefangen hast, steht nirgendwo, nee. Nee. Also angefangen habe ich 2018. 18. Sporadisch, so ganz unprofessionell. Gut, ist es jetzt auch nicht professionell, aber so als Hobby halt mal. Zu mir selber, was gibt's noch zu mir zu sagen? Ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ. Ich sag gern meine Meinung, auch on stream. Also ich halte da eigentlich mich nicht zurück. Und glaube, ich kann von mir sagen, dass ich auch generell in meinem privaten Umfeld und meinen Zuschauern gegenüber immer
ehrlich auch das sage, was ich denke. Und hiermit würde ich mich als ganz ehrlichen Mensch einschätzen. Ja, bin verheiratet, bin einmal geschieden, jetzt wieder verheiratet, habe einen Sohn, der wo 16 ist und wie gesagt schon jetzt seit März wieder Papa geworden, ja. Du bist nur auf Twitch oder noch woanders? Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich mal angefangen habe, gerade vor der Elternzeit und während der Elternzeit, wegen mehr. Ach, wie soll man das nennen? Ich bin da immer einer, ich übertreibe da eigentlich nicht so gern. Das ist Let's Plays machen. Das sind aber keine guten Let's Plays, finde ich. Es ist halt einfach so, wie gesagt, alles wegen Just for Fun, da habe ich angefangen. Bin aber dann nicht groß. Was habe ich da? Ich glaube, boah, ich bin lügen. Ich habe schon ewig nur mal drauf geschaut. Jetzt nach der Elternzeit habe ich mit YouTube wieder fast auf Null runtergefahren, weil einfach die Zeit fehlt. Durch die Arbeit, durch die Familie. Ich bin durch meinen Job 2 bis 3 Nächte in der Woche weg und wenn man dann am Wochenende heimkommt, dann will ich halt die Zeit doch ein wenig mehr mit der Family verbringen, wie dann irgendwie YouTube-Videos aufzuschneiden. Insta und Twitter halt noch, ja. Ich habe noch eine Facebook-Seite. Aber ich bin da sehr faul, was das angeht. Bin ich ehrlich. Ich bin da echt sehr faul, was das angeht. Bin nicht so fleißig wie du. Also du bist ja da richtig groß hinterher, wenn man das alles so wenig sieht. Naja. Könnte besser sein. Na gut, ich spiele mal Pflanze, bleib aber im Look. Okay, viel Spaß bei deiner Photosynthese. Wünsche dir viel Erfolg, stell dich in die Sonne, nimm ordentlich Wasser, kippst du dir auf die Füße und dann mal gucken. Ja. Wie kommt. Ja, der Simon, der nimmt auch kein Blatt vom Mund, der sagt oft, was er denkt. Selbst wenn er mal was denkt, was er selber sogar als Unsinn bezeichnet. Als ich mit ihm geredet habe, hat er manchmal gesagt, ach mach doch mal Quatsch. Und so. Also, ja, seine Gedanken sind frei. Genauso wie er auch dann redet. Finde ich aber gut, nochmal um auf das Thema mit der ehrlichen Meinung zu kommen, weil ich finde. Streutsam. Habe ich gelesen, ja, finde ich auch gut. Wir haben heutzutage viel zu wenig Leute, die mit ehrlicher Meinung vernünftig umgehen können, finde ich, meiner Meinung nach, heutzutage leider. Es gibt ganz wenige, wo das noch können, finde ich. Sag mal irgendwas, einen Satz. Meinst du mich? Hm? Fisch aus Fritz fischt frische Fische. Wow, hey. Ja. So, du bist am meisten auf Twitch. Da kommt die erste Frage des Interviews. Warum bist du Creator bzw. Streamer geworden? Boah, ich würde mich jetzt... Ich weiß nicht, ob der Begriff Creator auf mich zutrifft. Wo die Anfrage kam, habe ich dir ja schon gesagt, dass ich eigentlich ein ganz kleines Licht bin. Also ich habe meine kleinen Stammzuschauer wegen. Warum bin ich Creator geworden? Ich habe früher mit ein paar Leuten Counter-Strike Source gespielt. Einer davon hat gesagt, er ist ab und zu auf Twitch unterwegs. Ich habe vorher Twitch überhaupt noch nicht gekannt. Habe mir das dann mal angeschaut, habe dann Just for Fun angefangen. Also es war anfangs überhaupt keine Ambition eigentlich da irgendwie Affiliate zu werden oder irgendein Ziel zu verfolgen. Es war eigentlich einfach nur Just for Fun. Aber selbst so ein kleines Licht kann viel Erleuchtung bringen. Viel sehen. Ja. Du sagst, du bist Affiliate. Was verdient man da so? Was man verdient als Affiliate? also ich sehe deine Abozahlen, wir sind ungefähr gleich. Ich gehe da bei meinen Zuschauern eigentlich auch immer ganz offen mit dem Thema um. Was verdient man als Affi? Ich habe im Dezember das Glück gehabt, dass ich durch 2, 3 Stammzuschauer, die sich gedacht haben, pass mal auf, den kleinen hässlichen Hobbit, den gönnen wir mal was. Die haben mir da, glaube ich, im Dezember letzten Jahres mal, schlag mich tot, was waren's da? Da bin ich ich pendel sonst immer so, bin vorher immer so bei 20, 25 Abos pendelt. Da war ich dann irgendwann mal innerhalb von einer Stunde bei 120. Das war bisher aber aus meiste. Habe ich eine Auszahlung gekriegt von 200 Euro im Januar mit Bits, bla 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 etc. Und ansonsten hat sich bei mir immer so mit 100 Euro einpendelt. Wo ich jetzt gesagt habe, ich würde gerne wieder anfangen, aus dem LKW zu streamen, habe ich frecherweise ein Spendenziel in meinen Stream rein. Und es hat, glaube ich, dann ein paar Wochen gedauert und dann war das Spendenziel voll.
gerade für die Software, für das Equipment halt, wo dann im LKW hängt. Und ja, wirst du ja selber wissen, Bits und Donations und ja. Aber ich bin auch ehrlich, ich mache es jetzt nicht nur wegen dem Geld her. Also das ist nicht mein Hauptbeweggrund. Ja, das war jetzt auch nicht. Ich denke immer, Leute, die mal Affi sind, oder das Ziel, Affiliate zu werden und dann Affi sind, jeder, wo da sagt, ich freue mich nicht, wenn ich eine Auszahlung kriege oder ich will nicht, ich versuche überhaupt nicht, meine Zahlen irgendwo zu halten, glaube ich, die sind vielleicht eventuell auch nicht ehrlich zu sich selber. Also ich habe auch ganz am Anfang gesagt, ich schaue nicht auf meine Zusteller, ich schaue auch nicht auf mein, ich habe am Anfang auch gesagt, ich schaue nicht auf meine Zuschauerzahlen oder auf meinen Schnitt. Aber wenn wir ehrlich sind, macht's jeder. Jeder macht's ab einem gewissen Punkt. Ja. Glaube ich. Ja. Was machst du denn für Content so? Was ich für Content mache? Also ich habe angefangen auf Twitch mit Shootern. Am Anfang habe ich CSGO gespielt. Mhm. Muss dazu sagen, ist, ich würde mich im unteren Mittelfeld einordnen, was so das Gameplay bei mir angeht. CSGO gespielt. Dann kam irgendwann mal Valorant, dann ist man auf die Valorant-Schiene gegangen. Immer wieder mal ein bisschen andere Sachen wie Detroit Become Human, aber hauptsächlich war es so die Shooter, der Shooter-Bereich. Ich habe dann, jetzt im September sind es 2 Jahre, dass ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe, in eine neue Firma, wie gesagt, als LKW-Fahrer. Da hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, dass du in der Woche 2 bis 3 Nächte weg bist. Also am Anfang hat man beim Vorstellungsgespräch gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, eine Nacht wegzubleiben. Dann hat man aber gemerkt, okay, pass auf, wenn ich 2 bis 3 Nächte weg bin, gibt es ein wenig mehr Geld. B, du bist ausgeschlafener, wie wenn du abends um 5 Uhr heimgehst. Mhm. Und daheim machst du dann dies, das und jenes. Und dann habe ich gesagt, und gehst am nächsten Morgen wieder um 3 klingelt der Wecker oder so. Dann bist du um 4 wieder auf Arbeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann habe ich kein Problem damit, 2 bis 3 Nächte draußen zu bleiben. Ab und zu werden es auch mal 4, aber ganz selten. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, pass auf, was kannst du jetzt eigentlich noch für Content machen? Es war dann eine Zeit lang wirklich so, dass ich nur noch Freitagabends gestreamt habe mit Valorant. Dann samstags eventuell mal noch. Und dann kam irgendwann die Idee, weil ich es auch auf Twitch bei anderen gesehen habe, ey, pass mal auf, da streamen andere LKW-Fahrer ihre Arbeit, mach das doch auch. Und hab dann, ich habe letztes Jahr schon mal angefangen, mit meinem Arbeitgeber geschwätzt, was auch ganz wichtig ist. Mit dem Arbeitgeber geschwätzt, hab mit dem geredet, er hat gesagt, ja klar, mach. Überhaupt kein Thema. Hab dann letztes Jahr schon mal angefangen, war da etwas sehr überstürzt, sag ich mal. Ich hab Tablet rein, alles über Streamlabs und übers Tablet gemacht, ja, und hier zack, den ganzen Tag vorne aus der Windschutzscheibe raus und irgendwann kam der Arbeitgeber und hat gemeint, stell bitte die Streams ein, weil wir müssen uns unterhalten und dann ging es halt auch um Datenschutz beim Kunden etc. Daraufhin habe ich dann letztes Jahr im September war das, glaube ich, aufgehört damit und habe dann für mich jetzt wieder beschlossen, okay, wie ich vorhin gesagt habe, mit meiner Community drüber geredet, da auch einen guten Support kriegt finanziell, was das Equipment angeht. Und streame jetzt, glaube ich, seit 3 Wochen wieder aus dem LKW raus. Also habe jetzt 3 Kameras im LKW hängen, einen Laptop, ein kleines Streamdeck, ein Mikrofon. Und dann, wer da Bock hat, kann dann den ganzen Tag gucken, wie man über die Autobahn fährt. Und wenn man beim Kunden ist, habe ich dann halt eine Kamera, die auf mich zeigt, damit man nichts mehr vom Kundengelände sieht. Und das ist eigentlich momentan der Hauptcontent. Ich muss auch meinen Kanal noch ein bisschen bearbeiten wahrscheinlich, weil das auch der Hauptcontent sein wird. Der ist jetzt nicht mehr auf den Content irgendwie ausgerichtet, ja, aber kommt Zeit, kommt Rat und ja. Aber das ist der Hauptcontent, sag ich mal. Disponenten telefonieren oder mit dem Kunden oder mit meiner Frau auch zum Beispiel. Wenn meine Frau sagt, wenn wir telefonieren, dann bitte nicht live on stream. Kommt jetzt aber nicht so. Ja, vor. Das ist wäre gut. Ja, Schatzi, die letzte Nacht. Ja, ich weiß, könntest du ruhig sein. Ich bin, nee, aber du könntest dich echt nicht mehr anstrengen. Nein. Muss nicht jeder wissen dann. Sehr gut. Nee, aber nee, pass ansonsten macht man dann. Pass auf, was du hier sagst, sonst wird das noch geklippt hier. Ja, ich weiß. Das könnt ihr gern machen, ey. Klippt ruhig. Ich bin mir für keine Chantal zu schade. Nein, wirklich.
Nein, funktioniert ganz gut. Ab und zu hast du halt mal echt Phasen drin. Ich habe letzte Woche, glaube ich, mal mit einem Ex-Kollegen von mir telefoniert. Der ist jetzt, der war mit mir bei meiner letzten Firma, der ist zurück ins Autohaus. Mit dem bin ich in der letzten Firma durch dick und dünn gegangen. Wir haben, glaube ich, von 12 Stunden Arbeit 8 Stunden telefoniert. Ja, und da mute ich halt auch, damit es halt, muss nicht jeder mitkriegen, sagt. Ja, genau, Alex, keine privaten Gespräche im Livestream macht Kedo auch nicht, leider. Ist aber echt so, ist echt so. Ja, aber dann steigen doch die Zuschauerzahlen zu schnell, wenn ich das machen würde. Nee, dann muss ich Hottube machen. Dann muss ich Hottube machen, ne? Genau, ich mach Hottube. Ich baue hier einen Pool auf und ja, genau. Nein, ich glaube, das will keiner sehen. Ich glaube, deine Zahlen, die hauen die ganz viele Abos rein, um zu sagen, hier, hör bitte auf damit. Hör bitte auf damit. Ja, genau. Ich könnte aber auch das extra so schief spielen und singen, dass die Leute hinkommen, bitte hör auf, hier hast du Geld. Das könnte man auch. Straßenmusiker, warum nicht, ja? Warum nicht? Ich habe bei deinem letzten Interview, war das letzte Woche, wo dieser, der mit diesen mysteriösen Videos. Ach so, ja, ja. Da habe ich noch gesehen, bevor der kam, hat eine Weile dauert, bis er kam oder was? Genau. Da hast du auch noch Gitarre gespielt, ja. Ja. Finde ich gut übrigens. Finde ich gut. Sowas toll. So, wie bist du denn auf deinen Content gekommen? Also beim LKW, okay, das ist klar, das ist dein Job und dann kannst du dabei streamen, ist eine coole Idee. Da habe ich noch, oh, da habe ich noch einen Einfall. Und zwar kannst du deinen Stream auch, warte mal, LKW-Beifahrersimulator nennen. Ja. LKW-Beifahrersimulator für den Zuschauer sozusagen. Also du simulierst eine neue Kategorie. Ja. Genau, der Zuschauer ist ein LKW-Beifahrer als Simulator für ihn. Also das, ja, sozusagen wird dein Stream zu einem Spiel sozusagen. Es gab schon von meinen. Ich habe einen Mod. Der Nerdy Koala ist es, der. Nerdy Koala, Entschuldigung. Ich sage immer nur kleine Flauschpelz. Der macht eigentlich hauptsächlich meine Titel. Ich bin da total unkreativ. Aber es sind schon die schönsten Sachen ganz am Anfang rauskommen. ETS Real Life, ETS Innerdeutschland. Ja. Aber nein, natürlich. Boah. Könntest du bestimmt viel mehr titelmäßig draus machen. Ich bin auch immer noch im Überlegen, ob es. Travel und Outdoor passt als Kategorie oder ob du eher Just Chatting machst. Ja, das ist schwierig. Ja. Ich würde es erstmal so lassen mit Outdoor. Weil, ja, bist ja. Na, okay, ja, ja. Okay, ich würde es trotzdem so lassen. Ja, aber wie gesagt, du könntest ja vielleicht mal diesen Titel einmal einbauen als Simulator, dann würden die Leute vielleicht darauf reagieren. Vielleicht denken so welche, hey, was soll das denn für ein Game sein? Und gehen dann drauf und sehen hin, oh, er macht ja, er ist einfach ein LKW-Fahrer. So. Kann man gern machen. Also wenn, wie gesagt, ich bin ein sehr unkreativer Mensch, was solche Sachen angeht. Also wenn auch hier, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für einen Streamtitel bei einem LKW-Stream, dann haut sie beim Keto in den DC rein und dann kann er mir die weiterleiten. Dann können wir die natürlich durchnummeriert nacheinander ausprobieren. Lieben gern. So, ich glaube, jetzt kommt noch eine Zuschauerfrage. Mal gucken, Häcksler ist ja etwas älter, sage ich mal, vorsichtig. Vorsichtig formuliert. Ihr seid doch auf einer Ebene, oder Alex? gab es in deiner Kinderzeit, nicht Kindheit, auch solche Konsolen wie Atari und Game Boy? Mein erstes Computerspiel, ich habe einen großen Bruder. Wir hatten damals einen Commodore 128, war das. Und dann kam ja der C64. Und der C64 war der erste Computer, den wir hatten. Und ein Spiel, wo mich auf dem C64 richtig geflasht hat, war damals Pirates. Ich weiß nicht, wer das kennt. You are a pirate. Yo, yo. Das war wirklich, war wirklich ein richtig gutes Spiel. Und konsolentechnisch, ich habe mir damals zu meiner Konfirmation die Super NES geholt mit Street Fighter. Das waren meine ersten Konsolen. Ja. Ein Kumpel von mir, der hat einen Atari gehabt. Da war ich ein bisschen neidisch, weil ich fand die Grafik vom Atari besser wie die vom C64.
Gameboy habe ich. Ich habe halt echt so Sprachfehler. Ihr merkt es, ich bin echt verspult. Gameboy. Ja, genau. Gameboy habe ich tatsächlich keinen eigenen besessen. Habe ich nie einen eigenen besessen. Nein. So, Häcksler, wie bist du denn auf deinen Künstlernamen gekommen? Oh Gott. Ach so, aus religiöser Sicht oder wie? Na, Spaß. Nein, meinst du jetzt nicht wegen religiöser Sicht? Nein. Weil du gesagt hast, oh Gott. So. Ach so, nein. Keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben damals Counter-Strike Source gespielt. In meinem Steam-Profil steht Granny 1979. Das war, weil ich früher beim Bund bei den Panzergrenadieren war. Dann bin ich irgendwann mal auf Flexline gegangen. Keine Ahnung, woher das kam. Und dann kam irgendwann Häcksler und 79. Und gibt eigentlich keinen großen Grund. Was hattest du ihm gerade nochmal gesagt? Panzergrenadier? Panzergrenadier, ja. Ich war in Bad Salzungen. Ziemlich spät. Ich bin mit 23 zum Bund, habe da meine Grundi in Bad Salzungen gemacht, in der Kaserne, als Panzergrenadier und war danach 6 Monate in Ellwang in der Fahrbereitschaft vom Sanitätsdienst. Es war ein Auf und Ab im Grunddienst. Das waren nur noch 3 Monate. Ich glaube, 13 Kilo abgenommen und in Ellwang in der Fahrbereitschaft, da die NATO-Pause so gut war mit Leberkäsweckle und so, glaube ich, wieder 10 Kilo zugenommen. Sehr gut. Achso, vielleicht hat das ja auch dann, bist du auch Panzer gefahren so? Nee. Panzergrenadiere sind die, wo neben dem Panzer herlaufen. Das ist, ist das Futter, wo vor den Panzern erstmal in die Wälder geht und schaut, dass den Panzern nichts passiert. Aha, okay. Ja. Hättet ihr auch Granaten auf andere feindliche Panzer geworfen dabei? Ja. Also du hast... Ja. Dann lass uns doch mal bei dir reinschauen. Film ab. Sehr schön. Schade. Wer muss alles jetzt aufs Klo, dann tue ich erstmal... Ich muss aufs Klo, ja. Ich muss aufs Klo gehen. Ich würde aufs Klo gehen und eine pinkeln. Ich würde aufs Klo gehen und eine pinkeln. Ich würde pinkel ein und rauch mal Klo. Ich pinkel ein und rauch mal Klo geschwind, okay? Alles klar, okay, gut, das hat mich schon überzeugt. Ich pinkel mal ein und rauch ein Klo, okay? Du kannst jetzt, glaube ich, leider nichts hören. Dann müsstest du irgendwie einfach im Stream nochmal reinschauen oder so. Oder wenn du weißt, ich hab's im Stream offen, alles gut. Ja, alles gut. Okay, gut. Ich auch schon eine rauchen. Jo, bis gleich, Leute. 5 Minuten Pause, jo, bis gleich. Nice. Ja, das ist Verspieltheit. Sowas passiert mir oft. Aber das ist echt cool, wie dein Wechsel hier ist. Das ist echt cool. Gerade du machst da war COD oder so, also Shooter. Und hast dann auch diese Kugeln im Logo drin. Und dann schießt du da einfach eine Kugel raus und dann zack. Das ist echt heftig. Würde ich mal sagen, cool, ja. Ja, habe ich aber auch nicht selber gemacht. Ich habe einen guten Designer an der Hand, der hat eigentlich mein komplettes Overlay entworfen. Ah, okay. Cool. Ja. Da ich mir lange überlegt habe, weil jeder hat ja irgendwie so eine Währung bei sich im Stream hier. Die einen haben, bei dir ist es glaube ich Drachen, ne? Mhm. Genau. Und ich habe mir dann überlegt, okay, was kannst du machen, was dann irgendwie zu den Shootern passt. Dann ist mir eingefallen, ach komm, dann nimm doch einfach die Patronenhülsen, dann nimmst du die Bullets auf Englisch und daher dann auch eigentlich das Kanallogo mit den Bullets außenrum. Und dann, wie gesagt, ein guter Bekannter von mir oder mittlerweile ein guter Freund von mir, wo ich auch über Twitch kennengelernt habe, der hat dann eigentlich meine ganzen Logos und mein Overlay alles entworfen, von dem her, ja. Wo will es echt aus? Oh ja, warte mal, da geht einer runter. Wow! Alter, wie geil! Alter. Einmal klippen, bitte! Wenn das einer klippen kann, bitte klippen! Gott, war das geil! Ach, sorry! Oh Mann, ey! Hab ganz selten solche Momente, ganz selten. Tschüss sagen, oder? So denke ich mir das. Aber gut, dass sie geklippt wurden. Oh, wahrscheinlich bin ich down. Ich sag doch, ich bin down. Das sind eher meine Situationen, das sind eher meine. Also sollte es bei mir im Hintergrund singen, ist meine Frau. Wieso spielen sie Singstar? Nee, die sitzt an ihrer Nähmaschine und hat Radio low. Achso, ich hab gedacht, die ist vielleicht seit gestern im Recall bei DSDS. Ja, keine Antwort. Sehr cool. Nein. Ist die
Smalltalk wieso? Als mit den Leuten. Warum denn? Warum sollte sie bei DSDS mitmachen? Das weiß ich nicht. Also wenn sie so singt, wie sie gestern gespielt hat, COD, dann kann sie da ruhig mitmachen. Genau. Nein, wann willst du, Mann? Gott, Alter. Was denn? Sicherheitszone verlegt. Wir müssen uns beeilen. Pass auf, weil das Gas langsam näher kommt. Ja, dass wir uns jetzt überruppeln. Der ist unter uns. Obwohl ich das Spiel spiele, kann ich diese Map trotzdem. Ja, die sieht man auf Erden. Das ist jetzt muss ich ehrlich sagen. Wookie ist auch einer, den muss man weiter lassen. Mit dem habe ich das oft gespielt, wo ich, wie gesagt, auch daheim war und öfters noch Shooter gespielt habe. Und ich habe mich so gewundert, was macht dieser Mensch jetzt? Warum läuft dieser Mensch jetzt in das Gas? Warum läuft dieser Mensch in das Gas und stirbt da? Und dabei war seine Internetverbindung weg. Oh. What? Aber es hat halt einfach so dermaßen. Warum gehst du ins Gas rein? Hallo? Hey, jetzt kommt es gerade. Okay! Ich habe gedacht, er kennt das Spiel. Nein. Wookie? Shipwreck. Einer down. Zweite weiß ich nicht. Ist auch noch da. Von hinten ja, kommt. Ab und zu gesagt, hat man ein paar goldene Momente. Ach, COD finde ich eigentlich auch ganz cool. Zum Schluss sind auch besser gefallen wie CSGO. CSGO habe ich eigentlich schon lange auch nicht mehr gespielt, so wirklich. Das pendelt dann mehr zwischen Valorant und COD. Aber wenn wir ehrlich sind, die Community bei CSGO und bei Valorant ist mittlerweile halt auch so toxisch. Es ist schade. Okay, ich weiß wo. Sauber. Hui. Das ist sauer. Eine richtig gute Szene. Geil! Oh! Ihr lacht da so, da muss ich nochmal reingucken. Was war jetzt gerade so krass dabei? Naja, das ist ein Gegner neben dem. Das war was? Das war ein Gegner, neben dem ich land. Und eigentlich hole ich solche Dinger nicht. Deswegen. Ach so, warte, wir gucken das nochmal. Ja, ja. Es ist halt verwunderlich, dass der dich nicht sieht, wie du kommst. Oh, der Gag an der ganzen Sache. Warte, das war gerade sehr laut, was? War eigentlich, der Gag an der Sache war, dass der halt überhaupt nicht merkt, dass ich von da oben runterkomme. Das war so. Ah, so, ja, okay, dann verstehe ich euer Gelächter. Meiner! Geil, Achtung, Clusterschlag! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, die treffen mich jetzt. Nein! Oh, Mann! Dann war die Mutter. Das sah so geil aus, Alter. Shit. Ja, das war's. Oh, da sieht es duster aus. Boah, was war das eigentlich? Ich glaube, ach, da ging es irgendwie, da waren wir in dem Bunker drin, ja. Wow! Oh, wobei, ich glaube, das war auch geil. Shit! Ah, ich weiß nicht, was. Oh. Applaus, Alter! Oh, Scheiße! Okay, da oben haben wir einer irgendwo. Ja, die haben schon alle kein Ding mehr. Die ist schon auf uns. Oh! Da hat die Musik noch schön dazu passt und so. Das war richtig geil. Ja, die Musik hat gut gepasst, ja. Das war der. Und die neue Zone. Oh, ja, gar nicht so weit weg. Ist ja gar nicht mal so schlimm hier. Echt? Ich hab gedacht, ich hab die rüber zu dir. Wow! Der ist mal ausgerastet, ja. Was ist das für ein. Meine Güte, ey. Das sieht auch cool aus. Goldzocker lässt ein Follow da. Danke. Und dann halt diese Lippen und dann die Kugel da drin. Das ist cool. Ja, wie gesagt. Au von meinem Designer. Bloß ich muss meine Emotes wegen runterschrauben, da kommt so viel Emotes hoch. Goldzocker, danke für deinen Follow! Ja. Ist bei mir auch mal so. Ja. Mega.
Ja, wenn du sowas schon hast, boah, da musst du dann ordentlich Gas geben und dann, das ist echt cool, ja, auf jeden Fall. Wenn du solche Übergänge auch hast, weiß nicht, ob das, ist das genauso im Stream auch so oder nur jetzt im Video? Ich habe das, also bei den LKW-Streams nett, ja, aber bei den Streams, wo ich daheim bin, sind die Übergänge auch so. Also das Einzige ist dann, also ich habe nach dem Startscreen kommt ein Intro, also ich habe ein Intro zusammengeschnitten, wo nach dem Startscreen kommt und da dann ins Just Chatting kommt dann kein Übergang, aber vom Just Chatting auf den Gaming, auf die Gaming-Szene oder von der, da kommt ein Übergang, aber von immer wenn ich auf Just Chatting gehe, kommt bei mir kein Übergang, aber ansonsten. Ja, im Just Chatting ist bei mir ein Waffenladen, wo ich dann drin sitze im Greenscreen. Wo dann hinten eine AK hängt, meine Emotes als Schilder hängen und so. Und mein Startscreen ist der Eingang zum Waffenladen und mein Endscreen ist im Prinzip der Ausgang vom Waffenladen. Und ich habe mir schon viele Spiele gekauft, auch wenn sie im Angebot waren natürlich, wo ich mir gedacht habe, boah, das sah so geil aus und spiele das eine halbe Stunde und denke mir, was für ein Rotz. Was für ein Rotz. Also bei mir ist es schon so, ein Spiel muss mich echt packen, ansonsten rühre ich es, glaube ich, überhaupt nicht mehr an. Wirklich ja, gar nicht mehr. Ist immer besser. So. Okay, dann haben wir vielleicht sogar eine Frage noch damit abgeklärt, die irgendwann später kommt, aber wirst du dann sehen. hast du denn in deinen Streams oder deinen Videos kein Problem damit, dich auch mal zum Affen zu machen? Und ist das im Real Life auch so? Nein. Nein, ich habe kein Problem, mich zum Affen zu machen. Im Real Life, es gibt Grenzen für mich im Real Life. Also, wir haben, wenn ich es schön anschneiden darf, wir haben ja zum Beispiel die Streamer-Gemeinschaft von uns, wo immer wieder in unregelmäßigen Abständen bisschen Geld für gute Zwecke sammelt. Da ist es schon auch so, dass wir uns da in manchen Dingen zum Affen machen. Also heißt, wir setzen uns ein Spendenziel für die Woche, jeder Streamer für sich oder wer halt Bock hat. Und ich habe mir dann zum Beispiel auch schon mal gesagt, das war unser allererstes Event, habe ich gesagt, wenn wir den Betrag X erreichen, lasse ich mir den Bart abrasieren und die Haare auf 3 mm live on Stream runterrasieren. Also ich bin dann schon einer, wenn ich das sage, dann stehe ich auch dazu. Ich habe kein Problem, mich zum Affen zu machen, solange es in einem gewissen Rahmen bleibt. Also ich bin echt bereit für jede Schandtat, aber es muss für mich in einem gewissen Rahmen bleiben. Es hört bei mir auf, was Sexismus, Rassismus, Mobbing, dieses ganze Pornografie und sowas angeht und dass niemand zum Schaden kommt. Und dass andere nicht von dem, was ich mache, anderen nicht schadet, sag ich mal. Ja. Ich denke, jeder hat so seine Grenze. Ich würde nie jetzt nur in Schlüpper irgendwo durch die Straße laufen, hier live on Stream. Privat würde ich das vielleicht machen. Privat würde ich das vielleicht machen, wenn der Anlass stimmt. Ne? Komm, wir gehen flitzen. ja, so ähnlich. Nein, aber ich denke schon, ich lache über meine eigenen. Ich kann über meine eigenen Fehler lachen. Wirklich. Ich kann wirklich über meine eigenen Fehler lachen. Eine Glatze wird mir stehen, wenn der Bart bleibt. Meine Frau hätte was dagegen, jedermann. Our hero, aber danke. Ja, dann fehlt noch so irgendwie so ein Schild und ein Schwert und eine Rüstung, dann passt das auch. So ein bisschen Wikinger-mäßig. Man könnte dich so als Wikinger, könnte man dich mich bearbeiten, sage ich mal. Also nicht komplett Glatze, sondern du hast dann halt noch oben so ein bisschen Haare und die lässt sogar ein bisschen wachsen. Dann kann man so hinten so einen Mini-Zopf machen und so und dann halt diesen Bart so. Das Schlimme ist, wow, könnte es als Wikinger gehen. Ich nutze Alpecin, ich kriege hier hinten langsam eine Platte. Ja, drum bin ich ganz froh. Ja, aber ich habe oben schon in der Dusche, ich habe schon Alpecin in der Dusche stehen, aber ich glaube, dass ich zu spät angefangen habe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wirklich was bringt. Ich bin mir nicht sicher. Bleibt dir denn neben dem Stream oder der Videoproduktion noch Zeit für andere Hobbys? Ich war mittlerweile nimmer, bin ich ehrlich. Mittlerweile nimmer. Was heißt Hobbys? Ich war ein paar Jahre lang Fußball-Jugendtrainer im Sportverein hier, wo bei uns ansässig ist. Cool. Ja.
Habe ich eigentlich auch gern gemacht. Ich habe davon 2 Jahre die aktive Frauenmannschaft hier trainiert, was ich auch gern gemacht habe. Ich habe in der Zeit meine Trainer C-Lizenz mal gemacht, die dann, wie lange war die gültig? 3 Jahre? 4? Boah, ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung, die ist jetzt abgelaufen. Aber durch den neuen Job mit dem Auswärtsübernachten im LKW habe ich mir dann gesagt, die Zeit, wo ich dann daheim bin, möchte ich mehr mit der Familie verbringen. Ich könnte bestimmt, da muss ich auch sagen, da habe ich ein ganz großes Glück mit meiner Frau, ich könnte bestimmt mir noch irgendwo ein Hobby suchen und könnte dann sagen, ach, ich mache das noch nebenher und das noch nebenher eventuell. Würde sie wahrscheinlich sogar tolerieren, möchte ich aber von mir aus nicht. Ich möchte die Zeit, wo ich dann daheim bin, schaue am Wochenende einmal noch hier daheim streamen, anstatt nur aus dem LKW, das haben wir auch so besprochen. Das wird dann in der Regel meistens Samstag sein. Aber ansonsten möchte ich auch Zeit mit der Familie verbringen. Ja. Und wie gesagt, das YouTube-Schneiden hat bei mir so stark nachgelassen. Ob das jemals wieder kommt, weiß ich nicht. Es ist einfach, das ist das, wo ich immer sage, ich muss nichts mit Biegen und Brechen erzwingen, weißt du? Minigolf, ja, Minigolf, das kann man mit der ganzen Familie machen. Das stimmt wohl. Bloß der Kleine mit seinen nächster Woche 4 Monaten, der tut sich noch ein wenig schwer. Ja, der könnte ja Punkterichter werden. Nein, Spaß. Wir können Punkterichter machen. Genau, nee, ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man nur ein Hobby hat und gerade wenn man eine Familie hat. Klar, man hat die Familie. So, ist ja auch was Schönes. Ja, ja. Das größte Hobby ist die Familie. Sehr schöner Abschlusssatz zu der Frage. Denkst du, dass Twitch, YouTube, Netflix und Co. in bestimmten Altersgruppen das Fernsehen ablösen wird? Ich denke, dass die Streaming-Dienste generationentechnisch, glaube ich, jetzt schon, ich weiß nicht, ob das Fernsehen komplett ablösen kann, das glaube ich nicht. Aber wenn ich jetzt nur nach mir selber gehe, muss ich sagen, ich gucke fast kein normales Fernsehen mehr. Also ich selber, ich bin ehrlich, ich schaue, wenn ich draußen über Nacht vom Geschäft her, ich gucke mir Amazon Prime oder Netflix an. Ja. Oder ich schaue Twitch. Aber nicht so, weil es sind, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, schon zu viele schöne Sachen von der Bildfläche verschwunden, ja, was Abendunterhaltungsprogramm angeht. Man muss aber auch sagen, ich finde, die Fernsehsender sind in meinen Augen auch teilweise selber schuld, weil, was ich jetzt meiner Meinung nach, RTL 2 ist für mich ein reiner Trash-TV-Sender, bin ich ganz ehrlich. Irgendwie so, kann ich jetzt wenig mit anfangen. Ja, damals kamen wenigstens noch die Animes darauf und jetzt? Ja, aber dann, wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel, weißt du, Dschungelcamp, Z-Promis, die keiner, also wie gesagt, jedem das seine, ich sag nur meine Meinung hier, Promis, die ich persönlich nicht sehen will, wo mich nicht interessieren. DSDS zum 20. Mal wird einer Deutschland Superstar und versinkt nach 2 Monaten wieder in der Versenkung und in den Forecastings werden Leute in meinen Augen bloßgestellt. Da finde ich zum Beispiel The Voice of Germany, finde ich, das ist ein Ding, wo ich mir ab und zu mal angucke, ja. Da wird auch keiner irgendwie dumm hingestellt. Aber um die, oh Gott, ich schweife so wieder ab, auf die Frage zurückzukommen. Ich kann mir das vorstellen, dass die Streaming-Dienste das öffentlich, also dass die das Fernseh-Apps schaffen. Würdest du auch Spiele streamen, die dir nicht gefallen, nur um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Nein. Definitiv nein. Für mich war immer wichtig, ich hab das damals gemerkt, ich bin von CSGO auf Valorant gewechselt, weil mir Valorant einfach besser gefallen hat. Und meine Zuschauerzahlen sind, zu CSGO-Zeiten hatte ich mal an guten Tagen 12, 13 Zuschauer. Ich bin auf Valorant gewechselt und die Zahlen sind runter auf, keine Ahnung, 5 oder 6. Ist mir aber egal, weil ich persönlich sag mir, wenn ich keinen Bock habe auf das, was ich spiele, dann brauche ich es nicht streamen. Also es muss ja nicht nur dem Zuschauer Spaß machen, sondern, also wenn ich ein Spiel spiele, wo ich keinen Spaß dran habe, dann bin ich nicht der, wo ich bin. Dann verstelle ich mich, um die gute Laune zu haben. Also ist überhaupt nicht meins. Ich bin einer, der wo gern mal Spiele ausprobiert. Wenn ich aber dann merke, boah, nee, ist überhaupt nicht meins, dann scheue ich mich auch nicht im Stream eine halbe Stunde später zu sagen, ey Leute, es tut mir echt leid, ihr findet das Spiel gut, ich habe keinen Bock drauf, tut mir leid, wir spielen jetzt Valorant oder COD.
Und wenn dann fünf Leute sagen, sie haben keinen Bock, das zu sehen und gehen, ja, meine Güte, dann so shit happens, dann gehen sie. Aber wenn ich nicht selber ich sein kann und mich verstellen muss, bloß damit ich ein Spiel spiele, wo ich keine Lust drauf habe, dann brauche ich OBS oder Streamlabs OBS überhaupt nicht anmachen, dann kann ich es auslassen. Hm. Meine Klar. Meinung dazu. Wenn man selber keinen Spaß dran hat, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn. Wer will mit singen? Es wird cool klingen. Jetzt werde ich singen. Jetzt kommt ein Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt ein Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. Jetzt kommt ein Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt ein Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. Vermisst du den normalen Tag? Mach zu Hause, was ich mag. Ich kann zocken jetzt, ich habe keinen Stress. Ich streame nichts, ich schaue Netflix. Ich singe viele Lieder und ich hau sie für euch rein. Ich zocke viele Games und das bis zur Primetime. Oh, Lockdown, du. Lockdown, du. Lockdown, du. Jetzt kommt ein Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt ein Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. Jetzt kommt ein Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt ein Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. Vermisst du den Alltag jetzt? Chill und mach dir keinen Stress. Ich kann zocken jetzt, ich habe keinen Stress. Ich streame nix, ich schaue Netflix. Ich singe viele Lieder und ich hau sie für euch rein. Ich zocke viele Games und das bis zur Primetime. Oh, weine nicht, mach doch einfach das Beste draus. Jetzt kommt Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. Jetzt kommt Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. Da 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 da. Jetzt kommt Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. Jetzt kommt Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. Jetzt kommt Lockdown, wieder zu Hause again. Jetzt geht die Wirtschaft wieder down. Jetzt kommt Lockdown, aber wir trauern nicht, denn wir streamen, wann wir wollen. So. Einmal Ohrwurm für euch. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Sehr cooler Song, selber geschrieben. Ja. Und krass, krass. Ich bin neidisch, die Leute, wo das können. Das ist echt Wahnsinn. Okay, dankeschön. Nee, wirklich, wirklich. Ja, es ist einfach Parodie. Es ist ja einfacher von Liedern, die es schon gibt, eine Parodie daraus zu machen. Ja. Ja, Melodie ist wiedererkennungswert. Leute, hören sich das dann gerne an. Je nachdem, ist ja, denn man findet das Lied so toll, dass man sagt so, hey, davon darf es keine Parodie geben, weil das Lied schon so voll toll ist. Aber man muss erstmal die Kreativität besitzen, finde ich, einen Text auf die Beine zu stellen. Also, meiner Meinung nach. Ja, okay. Von dem her. Also ich habe früher auch mal in der Band gespielt. Hab mir das Gitarrespielen selber beigebracht. Wir haben dann eigentlich nur Coverrock gespielt. Dann ist irgendwann unser Bassist ausgestiegen, dann hast du noch Bass gespielt. Neben mir hast du dann mal Just for Fun im Proberaum dich mal ins Schlagzeug guckt, aber richtig groß ist nie was dabei rausgekommen. Aber war okay, war eine coole Zeit, von dem her ganz entspannt. Dann habe ich überlegt, geh auf Twitch und werd Fame. Nein, Quatsch. <Sehr gut. lacht>
Okay, dann schließ dich mir an, dann machen wir das. Mann. So eine Band und das Cover ist halt ein Drache, der ein Maschinengewehr oder irgendwas in der Hand hält. Ja, aber finde ich cool, doch, auf alle Fälle. Ja, cool, aber ich finde Musik ist aber ein ganz wichtiges Gut, finde ich, in unserer, also für mich persönlich ist es ein ganz wichtiges Gut. Musik kann dir in jeder Lebenssituation helfen, finde ich. Ja. Oh, da sieht man ihn hier. Wir sind noch auf der Landstraße, Vlog. Da ist er. Als gerade auf dem Hof, haben wir geschaut, haben jetzt den Bremszylinder gewechselt und ein paar Kleinigkeiten gemacht. Am Freitag können wir wieder unseren eigenen Anhänger nehmen. Nee, sehr schön. Ich hab einen Hänger. Ja, Freitag kommen. Danke für dein Follow, Dino Lauri. Genau, hier sieht man mal, wie er, wenn ich mit dem Chat rede, gucke ich immer auf den Chat statt in die Kamera. Eigentlich sollte ich in die Kamera gucken. Sieht man halt, wie er hier schön am LKW fahren ist, so wie er das halt gesagt hat. So, deswegen kam ich auf die Idee, das auch zu nennen, so einfach LKW-Beifahrer-Simulator. Nee, morgen kommt der Bremszylinder, den bauen sie morgen ein. Freitag können wir nur unseren eigenen Hänger nehmen. LKW-Beifahrer-Simulator. Ja. Ich werde es definitiv machen, ja. Ich bevor jetzt hier, ich greife da einfach mal vor, bevor Leute sagen, wie macht ihr das mit dem Chat? Also es gibt da im Internet eine Seite, die heißt speechchat.com und darüber kann man sich dann den Twitch-Chat über ein Headset am Ohr vorlesen lassen. Nach Ansicht CDU-CSU wollen also ja, den Zuschlag schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen über die Einkommenssteuer entlasten. Zudem soll es keine Steuererhöhung geben. Geplant ist auch, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Im Wahlkampf sieht die Union die Grünen als Hauptgegner. Mehrere Verbände kritisieren den Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht in Baden-Württemberg. Schüler und Lehrer müssen hier seit heute keine Maske mehr tragen, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik, Knut Bauer. Die neue Regelung betrachte man mit Bauchgrimmen, so ein Sprecher des Verbands Bildung und Erziehung gegenüber dem SWR. Genau, und es ging da um die Maskenpflicht, die da langsam gelockert wird. Deswegen erfreuliche Nachrichten, die Maskenpflicht wird immer weniger, fängt schon in den Schulen an. Und ja, erfreuliche Nachrichten. Natürlich trotzdem erstmal noch aufpassen, ist ja noch nicht ganz vorbei. Okay, das gucken wir mal. Da gucken wir mal, was haben wir so. Sind gesehen? Auch salzige Momente dabei, gell? Wollte ich nur sagen. Ja, Arsch ist 10, Alter! Das, was ich vorhin verkackt habe, jetzt wieder rausgeholt. Boom! Sehr schön. So, hast du die Boot selber gemacht? Ja, die habe ich selber gemacht. Ja, klar. Ich bin Emoji-Designer. Ich verkaufe auch Emojis an andere Streamer. Then it's life. Oh, Sword Alert. Nochmal, okay. Nicht ganz traurig sein. Welche Aufnahme- oder Streaming-Tools verwendest du? Ich verwende OBS. Also ich habe am Anfang Streamlabs OBS benutzt, bin dann auf OBS geswitcht. Ja, OBS. Mach viel über Stream Elements. Und dann halt noch ein paar Software-Gedöns wie ich habe mir jetzt ein Elgato Wave 3 gönnt vor ein paar Monaten. Habe dazu noch die Software von die Wavelink Software, bin eigentlich sehr zufrieden damit. Habe am Anfang viel über Voice Meter gemacht und Cantable, so wie viele andere, hat man das halt über Nielsen, auch auf YouTube, kannst du ja echt viel rausziehen und alles, der erklärt ja vieles gut. Damit angefangen, bin aber eigentlich jetzt zufrieden. Und OBS, ich bin auf OBS gewechselt, es ist vielleicht ein wenig schwieriger zum Einrichten, aber ich finde es halt, es ist nicht so ressourcenlastig, finde ich. Was denkst du über andere Streamer oder YouTuber? Herrscht dort mehr Konkurrenzkampf? Oder ist es mehr ein nettes Miteinander? Ich finde, dass dieser Spruch, wo immer bei Streamern, also ich habe das bei mir gemerkt, wo ich angefangen habe zu streamen. Ich habe dann die Leute, wo ich jetzt kenne, wie meinen Designer oder die anderen drei, wo hier bei dem Charity-Events immer mitmachen, habe ich auch hauptsächlich meinen Designer habe ich über eine Facebook-Twitch-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, Follow für Follow, bla bla bla, kennengelernt.
Und da ist immer dieser eine Spruch kommen, Support ist kein Mord. Ja, ich finde aber, wenn ich ehrlich bin, ich bin da am Anfang auf den Zug auch aufgesprungen, bin ich ganz ehrlich, bin ich auch aufgesprungen. Man hat aber irgendwann mal dann gemerkt, wenn du dich nicht dieser großen WhatsApp-Gruppe so unterfügst, wie es die Leute gern hätten, dann ist da hier nichts mit Support und so. Und im Endeffekt, was willst du bei mir ist es auch so, ich habe keine Ahnung, 753 Follower oder was, aber an guten Tagen jetzt mit den LKW-Streams wieder 12 Zuschauer im Stream, wo viele lurken, muss man auch sagen, ja, viele lurken dann aus dem Homeoffice momentan. Aber dieses Support, supportest du mich, support ich dich? In meinen Augen findest du ganz wenige, die das auch wirklich leben und im Prinzip bringt es nichts. Daher glaube ich schon, dass bei Streamern schon auch dieses, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses Zahlendenken, dieses, ich gucke nicht auf die Zuschauerzahlen, aber irgendwo machen wir es doch alle immer wieder. Meine Twitch-Übersicht, die ich per E-Mail geschickt kriege, ich gucke da rein. Ich schaue im Vergleich zum letzten Stream was mehr oder weniger. Wie gesagt, auch wenn viele immer sagen, sie machen es nicht. Ich habe das am Anfang auch gesagt, heute sage ich, ich mache das. Ich bin nicht enttäuscht, wenn es weniger waren. Ich freue mich, wenn es mehr sind, wie im letzten Stream. Aber ich glaube, der Konkurrenzkampf ist schon da. Bei den Großen glaube ich vielleicht sogar weniger wie bei den Kleinen, weil, gut, die Definition ist immer, wo fängt klein an? Also ich würde mich zum Beispiel, als ganz klein bezeichnen. Dann gibt es diese Sparte, wo, wie soll man das definieren? Weiß ich nicht. Ich glaube, bei den Kleinen ist, ich sage jetzt einfach mal generell, bei den kleinen Streamern ist der Konkurrenzkampf größer, weil viele einfach denken, ich gehe jetzt auf Twitch und mache damit schnell mal das große Geld. Die letzte Frage für dich ist, weswegen ich dich nochmal einladen werde, nächstes Jahr, am Anfang des Jahres wahrscheinlich. Was sind deine Ziele für dieses Jahr noch auf der Plattform und oder privat, halt, je nachdem, ob es zusammenpasst? Was sind deine Ziele? Was möchtest du erreichen dieses Jahr? Auf der Plattform. Was möchte ich erreichen dieses Jahr noch? Also ich glaube, ein Wachstum auf dem Kanal wäre schön. Ich habe momentan einen 8er-Schnitt, 8er-Zuschauerschnitt, 7,5 oder 8. Also wenn ich im Laufe des Jahres auf einen, ich bin echt realistisch, auf einen Schnitt über 10, 11 schaffe oder 10, 11 so generell, dann sind meine Ziele eigentlich schon erreicht, bin ich ehrlich. Das ist, ich habe meine Erwartungen, was Twitch angeht, eigentlich relativ runtergeschraubt, wenn ich ehrlich bin. Privat. Sag mal eine konkrete Zahl. Um wie viel mehr Zuschauer soll dein Stream wachsen? Und dann gucken wir halt dann, ob das so war. Also pass auf, ich habe momentan den 7,5er Schnitt. Ich sag mal, für mich wäre es ein Erfolg, ein großer Erfolg, wenn ich auf den 12er Schnitt kommen würde. Dann wäre es für mich ein großer Erfolg. 12er Schnitt. Okay, gut. 12er Schnitt. Und privat muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ich bin zufrieden mit meiner Family, ich bin zufrieden mit meinem Job. Ziele soll man sich immer setzen, aber momentan fallen mir keine ein, die ich irgendwie setzen müsste, damit es mir besser geht. Mhm. Wirklich nicht. Gut, dann sag mal, was du da... Genau. Es gibt eine kleine Gruppe von Streamern, wo ich mit dabei bin. Das sind 4 Streamer. Die nennt sich Hearts on Fire. Und wir machen in unregelmäßigen Abständen 3 bis 4 Mal im Jahr kleinere Events, die eine Woche oder 2 Wochen gehen, für wohltätige Zwecke. Wir haben schon Geld gesammelt für Wiki Corona, wir haben Geld gesammelt für die Deutsche Krebshilfe, für Herzenswünsche, was Kindern zugutekommt. Letzte Woche haben wir gesammelt für Step Afrika, wo eine Bekannte von mir im Juli für 4 Wochen nach Tansania geht, eine 17-Jährige, die da Freiwilligendienst leistet, haben da jetzt in einer Woche dank unserer tollen Community 2050 Euro gesammelt. Und da wollte ich einfach mal schön sagen, wer da vielleicht Lust hat, einfach mal sich schlau zu machen, es gibt eine
Internetseite, die heißt heartsonfire.info. Da findet ihr eigentlich alle Infos, was die Events angeht, die wir bisher gehabt haben, auch was die einzelnen Streamer angeht. Wir sagen auch immer, wer nichts geben kann, weil es einfach momentan eine schlimme Zeit ist. Das ist total verständlich, aber ein bisschen Werbung und ein bisschen Social Media Publicity hilft uns da auch schon sehr, sehr viel. Ja, das, wie gesagt, das wollte ich einfach noch darauf hinweisen. Ist mir persönlich ein ganz wichtiger Effekt, dass man als kleiner Streamer gemeinsam mit anderen Streamern doch auch gemeinsam irgendwie was Gutes tun kann. Und das zum Thema, wo vorhin jemand geschrieben hat, er spendet Geld. Ja, das machen wir. Der Link war heartsonfire.info. Gut, du hast jetzt nochmal das Wort an die Community und allgemein möchtest du uns noch etwas sagen? Wenn ja, dann kannst du es jetzt tun, bevor wir das Interview beenden. Ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele von deinen Zuschauern vergrault durch meine Anwesenheit. ja, war interessant, war lustig. Ich habe am Anfang hab ich mir überlegt, oh, was kommt da auf mich zu? Weil, also jetzt, ich habe jetzt keine Angst gehabt oder so. Ne? Man kennt sich ja schon ein bisschen vom Hin- und Herlurken und vom Schauen. Aber ich muss sagen, es hat sehr Spaß gemacht. Ich finde, du hast eine tolle, nette Community, tolle, nette Mods. Ja, also ich komme gern wieder nächstes Jahr. Und das mit Slappy Ball steht noch. Das müssen wir noch ausmachen. Das machen wir noch. Das bitte nochmal ein Shoutout für den lieben Häcksler. Und ja. Genau, dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend, eine gute Nacht und toi toi toi, du musst ja um 3 wieder aufstehen. Dankeschön. Ja, um 3 geht der Bäcker. Wir hätten gerne noch was zocken können, aber ich... Ja, das hat jetzt auch... Wir haben jetzt so lange geredet, über 2,5 Stunden, wow. Also... Ja, aber das Schöne ist ja, wenn man spontan zu viel miteinander redet, merkt man auch, dass es passt. Wenn nicht, das ist danke für den Shoutout. Das ist, glaube ich, ein ganz okay. Dann, nee, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt gut in die Woche rein. Wer Bock hat, auf der Straße ein bisschen unterwegs zu sein, kann gerne mal reinschauen bei mir. Aber von dem her, ja, vielen Dank und gerne wieder. Ja, genau. Ja, jetzt hier kam so traurig, weil du gehst, kam auch so ein RIP-Sound-Alert. Ja. Nein. Gut, alles klar. Dann... Also, dann euch einen schönen Abend und gutes Nächtle. Ja. Danke für alles. Ja. Bye, bye. Ciao, ciao. Läuft auch was? Was jetzt? Jetzt müssen wir mal nachlesen hier. Lässt noch auslaufen? Achso, oh, Leute, nein. Das geht doch nicht. Was schreibt ihr hier? Ich laufe auf. Wir raiden immer und sagen nicht erst Hallo, sondern wir hauen einfach meine Emojis in den Chat rein. Und danach schreiben wir Hallo. Ciao mit V, tschö mit Ö, ihr lieben Drachen draußen und sonstige Leute, die gerne meinen Stream geschaut haben. Sonstige in die Video enden. Viel Spaß beim Kurumo. Bis denne.